Denk an das, was ich dir erzählt habe. Seine Zähne sind verstärkt und er öffnet seinen Mund nicht. Hm, verstärkt, was heißt das? Oh, was? Sir, spüren gruselige Dinge wie du Schmerzen? Schmerzen sind das Gegenteil von Wohlsein, das ist alles. Für mich besteht Wohlsein vielleicht darin zu bluten, bis mein Körper austrocknet. Und Schmerzen können das kristallklare Lachen eines Kindes sein. Also ja, ich spüre Schmerzen. Ich verstehe. Gut, ich muss gehen. Tschüss. Habe ich irgendeine Nummer, die ich wählen könnte? Hier drauf vielleicht? Wohl nicht. Oh, Moment mal. Moment, wir können weiter nach links? What the fuck? Na, geht doch. Seife. Lässt er bestimmt nicht zu. Jagt dir das Geräusch meines Herzens Angst ein? Es könnte plötzlich stehen bleiben und es wäre dann das Ende. Ich denke nicht gerne über meinen Herzschlag nach. Ich will einfach nur diese Seife. Seife? Hast du denn Probleme mit deiner Hygiene? Ja. Ja, schreckliche Probleme. Fühlt sich an, als wäre meine Haut schon innerlich verrottet. Aber das klingt köstlich. Ich glaube nicht, dass das ein Problem darstellt. Für dich vielleicht. Gib mir einfach die Seife für eine Weile. Na gut, dann nimm sie. Sie gehört dir. Das ging ja einfach. Aber sei vorsichtig mit den Entführern. Sie lieben Kinder, die nach Seife riechen. Sie fressen ihre Babykörper und behalten ihre Köpfe. Ihre wunderschönen Babygesichter. Das klingt grässlich. Ich werde vorsichtig sein. Danke für die Seife. Bis später. What the fuck? Ich drehe das Wasser auf. Wo können wir das einfüllen? Hier rein? Das klappt wohl nicht. Ein Wal. Ein Bild von einem Wal. Richtig nett. Echte Wale sind auch nett. Fantastische Kreaturen. Warum kann ich mir das angucken? Und wer ist das? Du hast meine Seife genommen. Warum hast du meine Seife genommen? Hast du Probleme mit der Hygiene? Hab ich doch gesagt. Da komme ich nicht hin. Es ist kein Boden vorhanden. Ich könnte es mit Fliegen versuchen, aber was, wenn ich nicht fliegen kann? Ich könnte sterben. Springen sollte ich lieber auch nicht. Der Raum ist ziemlich weit weg. Weit entfernt. Okay, da komme ich nicht hin. Was ist das denn hier eigentlich? 103. Gut, wir haben die Seife. Wir haben aber keine Nummer. Kann ich den jetzt einseifen hier? Das geht wohl nicht. Okay. Kann ich dich einseifen jetzt hier? Es ist wahrscheinlich nicht möglich, nein. Weil das ist ein Teil hiervon, von der Ekok-Uhr. Was sagt ihr hier nochmal? Hallo Vorhänge ver... Ach so, Moment, kann ich jetzt vielleicht? Ach, jetzt geht das. Oh. So sah das doch... das gerade eben aus, wollte ich sagen. Ja, schön. Vielleicht brauche ich diesen Draht in nächster Zeit noch. Das ist echt kein Draht. Ich habe diesen Draht von der Affenmaschine mitgenommen. Das ist ein Kabel, Mann. Ein Kabel, da steht sogar hier drin. Schwarzes Kabel. Mann, Mann, Mann. Eine Flasche. Komme ich da hin? Diese Flasche ist perfekt, die nehme ich. Ich habe diese einsame Flasche auf einem Tisch gefunden. Die können wir füllen mit Wasser, ne? So, was bist du? Oh, ich glaube, ich habe die Maschine deaktiviert. Sie hat jetzt keinen Strom. Warte. Ja, da muss ich wohl. Ich nehme das gleich mit, wenn ich das hier irgendwie aktiviert habe. Gib nicht nach. Vielleicht muss ich eine Münze reinstecken oder sowas. Knopf einwerfen steht hier sogar.
Da steht Knopf einwerfen. Vielleicht war eine Münze gemeint? Nee, soll wohl schon ein Knopf sein. Okay. Knopf einwerfen. Ja, wir haben ja einen Knopf. Aber ich lese erstmal, was hier so alles noch so gibt. Was ist das hier? Hier ist nichts. Hallo, fröhlicher Affe. Heißt du Darwin? Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Fran. Du spielst wirklich gut auf der Trommel. Der hat noch nichts gemacht. Papierkreisel, genau wie in Etherstha. Das erinnert mich an einen Sonntag im Park. Papierkreisel, also. Hier ist sonst nichts mehr. Weißt du was? Was soll schon passieren? Und da geht mein Knopf hin. Und was jetzt? Jetzt hoffe ich, dass es kurbelt. Woher? Warum? Oh, das ist nicht der Schlüssel. Trotzdem hoffe ich, dass ich... Das kann mir irgendwie helfen. Diese Zange habe ich aus der Affenmaschine erhalten. Das ist keins von den Dingern hier. Ja, das ist aber echt ein fröhlicher Affe. Ich... Schlüssel zu 103 steht da. Ist das der Schlüssel für 103 dann jetzt? Ich komme hier nicht mehr raus. So, jetzt. Kabel nehme ich aber mit, ne? So, danke sehr. Tschüss. Wir gehen raus. Dann gehe ich kurz Wasser auffüllen. Ich gehe mal davon aus, dass das dafür gedacht ist. Nein. Geh doch schon mal hin. Le Flasche. Ich fülle die Flasche mit Wasser. La 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 la. Warum denn nur halb voll? Die ist doch richtig voll. Negativ, sagt sie. Ich glaub's ja nicht. Okay, wir können das Wasser natürlich gebrauchen. Bei diesem Monstrum. Versuche ich direkt mal. Ob das denn geht, weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt nicht, ob das einfach so funktioniert. Das klappt wohl nicht. Kann ich... Oh, Moment. Kann ich die irgendwie da dranhängen? Das klappt wohl nicht. Okay, schade. Na gut. Das geht nicht. Wir haben den Schlüssel zu 103, wenn das denn damit gemeint ist. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Oder hier vielleicht da rein? Das ist unmöglich. Was kann ich denn jetzt hier mit dem ganzen Schund machen? Flasche mit Wasser haben wir jetzt auch. Ein Handschuh, Klaviertasten. Ih, total blutig. Vielleicht kann ich die damit öffnen? Nein, wir haben aber keinen Schlüssel mehr, ne? Kann ich dein Auge einseifen? Das ist alles nicht möglich. Kann ich Seife mit Wasser? Ah. Die Bürste. Die Bürste ist überhaupt kein Teil von dieser Uhr. Das heißt, die Bürste müsste ich doch irgendwo benutzen können. Habe ich das schon versucht? Kann ich nichts mehr. Warum steht hier Schlüssel für 103?
Das macht doch gar keinen Sinn. Steckdose. Eine Steckdose. Da steckt aber nichts drin. Mhm. Und warum kann man bei dem sein Herz sehen? Man muss ja halt doch mal ein bisschen was ausprobieren, Freunde. Was sagt er jetzt hier? Katerfreund, ja. Was kann ich tun? Was könnte ich tun? Kann ich den Spiegel einschlagen damit? Oh, Moment, kann ich den anderen Spiegel vielleicht einschlagen damit? Der hier war. Ich meine, irgendwas muss man doch damit machen können hier. Mit dem fetten Spiegel mitten im Raum. Nee, nix. Dieser Spiegel ist transparent, wie ein Fenster. Ein Spinster? Kann ich das wieder benutzen? Ja, aber da tut sich nichts mehr. Drei. Ganz komisch hier. Ich kann das mit nichts verwenden. Okay. Gehen wir hier nochmal hin. Also irgendwas muss doch hier möglich sein. Kann ich die Zange vielleicht... Alter. Du Brutale. Komm her, kleiner glänzender Schlüssel. Ich frage mich, welche Tür du wohl öffnest. Höchstwahrscheinlich 103. Wie konntest du nur? Ich hoffe, jemand zieht dir auch die Zähne. Die Zahnfee hat schon all meine Milchzähne. Verrückt, oder? Wir hauen schnell ab. So, das wird die 103 sein, wahrscheinlich. Was? Von mir aus, die 102. eine riesige Katze. Da muss dieser Wecker drauf. Dieser hier. Ein Wecker, perfekt. Hm, fest angebunden. Wenn ich das will, muss ich etwas dafür tun. Vielleicht... Das hier? Okay, das war sehr einfach. Ich hab dich, kleiner Wecker. Der Wecker, der bereit ist, dich aufzuwecken. Okay. Wir haben so einiges. Wir brauchen nur noch einen Handschuh und Klaviertasten. Oh. Der Rücken der riesigen Katze. Das muss für etwas Wichtiges sein. Es ist ziemlich dunkel da drin. Kann ich ja die ganzen Sachen reinschmeißen jetzt? Tatsache. Mach ich. Ich schmeiß alles das rein, was ich nicht mehr brauche. Aber... Wasser brauche ich doch noch. Sachen auszuprobieren? Okay, das geht nicht. Das ist der leere Behälter also. Sagt sie irgendwas, wenn ich das da rein... Scheiße, ich hab's reingeworfen. Ich trottel. Verdammt. Was macht der Hebel? Der macht natürlich eine Brücke. Da ist mein Handschuh. Entschuldige, Baum, ich will den Handschuh, danke. So, Handschuh gehört da rein. Ein einzelner Handschuh. Vielleicht hat Edward den anderen genommen. Den schmeißen wir da direkt rein. Das heißt, wir haben nur noch Klaviertasten. Was machst du? Moment mal, kann ich mit der reden? Wow, was für eine große Katze. Du siehst genauso aus wie Mr. Midnight. Ich muss ihn finden und dafür muss ich alle Türen öffnen. Mal schauen, ob ich da... Oh, das Ding funktioniert. Es geht nach oben.
Wahrscheinlich. Das muss der Schlüssel für Tür 103 sein. Ich kann es riechen. Aber von hier aus komme ich nicht ran. Selbst wenn ich rankäme, der Luzifern würde mich verbrennen. Reden erstmal. Entschuldige, aber ich brauche wirklich den Schlüssel, der direkt hinter dir hängt. Entschuldige, aber ich spreche nicht mit Fremden. Du musst doch gar nichts sagen. Lass mich einfach nur den Schlüssel nehmen. Wenn ich nicht mit Fremden spreche, höre ich ihnen auch nicht zu. Das gehört zusammen. Wie enttäuschend. Ich habe eine Frage. Steckst du in diesem Baum fest? Ich bin fest mit ihm verbunden. Warum fragst du? Ich bin einfach neugierig. Bis später. Geht nicht. Kämmen? Sieh mal, ich habe einen magischen Kamm gefunden. Ist das nicht toll? Weiß ich nicht. Ein Kamm? Was ist das? Na, der ist dafür da, deine Haare hübsch und glatt zu machen. Möchtest du ihn ausprobieren? Ich weiß es nicht. Ist das gefährlich? Das kann sehr angenehm sein, wenn man es richtig macht. Na gut, versuchen wir es mal. In Ordnung, aber versprich mir, dass du mich nicht verbrennst, okay? Ich verbrenne dich nur, wenn ich in Gefahr bin. Wenn du vorsichtig bist, passiert nichts Schlimmes. Okay, ich bin ganz vorsichtig. Es hat funktioniert. Was geht hier ab? Was passiert mit mir? Ich habe so etwas noch nie erlebt. Wieso das denn? Du bist ein Luzifern. Und alle Luzifern, denen ich begegnet bin, machen das die ganze Zeit. Wirklich? Nun, vielen Dank. Das fühlt sich unglaublich an. Ich habe das Gefühl, wegfliegen zu müssen. Wow. Das muss der Schlüssel... Ich kann es nicht riechen. Aber von hier aus komme ich nicht ran. Was soll ich machen? Das ist unmöglich. Kann ich jetzt aufpusten? Nein, geht nicht. Kann ich das Messer danach werfen? Kann ich den Baum fällen oder sowas? Hallo Baum, du bist groß. Was sind das für rote Dinge, die aus seinem Inneren kommen? Ich schätze, er will es nicht verraten. Okay. Luftballon. Auch nicht. Das Ding hier geht auch nicht. Kann ich das wieder drücken? Geht das? Das geht. Was es bringt, weiß ich aber nicht. Okay, ich habe jetzt einiges an meinen Gegenständen verloren. Das ist nicht ganz so optimal. Okay, die Flasche ist nicht wieder da. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich habe die ja da reingeschmissen. Kann ich die Sachen wieder rausnehmen? Geht das? Der Rücken der riesigen Katze. Es ist ziemlich dunkel da drin. Okay, das geht dann schon mal nicht. Ha. Ich brauche immer noch irgendwie eine Nummer. Ich habe noch keine Nummer. Ich frage mich, was mit dem ist. Das wäre es, wenn das geht. Was, wenn ich das Wasser laufen lasse? Wo kriege ich... Könnt ihr mir das aufpumpen? Warum kann ich das nicht selber? Das macht doch gar keinen Sinn. Gehen wir wieder zurück. Okay. Moment mal, das alles ist in diesem Haus? Das kann ja auch irgendwie nicht stimmen. Hier hat sich einiges verändert. Ist
die Traurigkeit schon fort? Das wäre so schön. Noch nicht. Ich weiß nicht, was ich von hier oben machen soll. Na, von da oben könntest du nur etwas werfen. Ja, etwas werfen ist gut. Mal sehen, was ich finden kann. Hätte ich das Wasser werfen können? Kann ich mir nicht... Oh. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot, natürlich. Wir haben doch Ballons. Da kann ich doch Wasserballons draus machen. Die mächtigen Wasserballons. Sehr gut. Hihi, Partyballons. Dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ich dachte irgendwie, ich muss hier aufpusten, da irgendwas dranhängen. Aber es ist viel einfacher. Einfach Wasser rein. Einfach Wasser rein. So, und ich hoffe, dass ich treffe. Ich habe ja nur 3. Ups. Nein, aber auf das Vieh hier, ne? Harry, ich habe verfehlt. Ich habe nur noch 2. Bist du wahnsinnig? Fran! Ja, geschafft. Und tschüss, Kamala. Glück gehabt. Wow, ich verspüre keine Traurigkeit mehr. Danke. Gern geschehen. Freut mich, dass es dir besser geht. Es geht mir wirklich besser. Ich möchte dem Gegenzug etwas schenken. Ein Ast. Ein Stück von mir. Du kannst es einpflanzen, wenn du magst. Hihi, danke, Sir. Ich muss jetzt los. Ich muss meinen Kater suchen. Ich hoffe, du findest ihn. Bis bald. Ein Ast. Ein Ast. Ein Geschenk von dem Baum, dem ich geholfen habe. Oh, kann ich das vielleicht mit dem anderen Baum benutzen? Geht das? Ist das möglich? Das wird nichts. Oder kann ich einfach nur den Ast nutzen, um da dran zu kommen? Ist der Ast lang genug? Das hat geklappt. Fantastisch, ich komme rein. Jetzt habe ich den Schlüssel. Klasse. Kleinen Moment, ich bin sofort da. Ja. Den Schlüssel. Ist ja wohl eindeutig, wofür der ist. Eindeutig. So, den mache ich wieder zu. Und jetzt ab zu 103, der blutigen Tür. Alle Türen geöffnet. Jetzt kommt's. Oh. Wow. Was geht denn hier ab? Wir schauen uns mal alles an. Ihr macht mir kein bisschen Angst. Okay. Mir schon. Sie sehen aus wie menschliche Schädel. Ich frage mich, ob sie alle beim Versuch, Mabukas Herz zu betreten, gestorben sind. Ich muss wachsam sein. Man weiß nie, was passieren kann. Okay, das ist alles dasselbe. Kleine Mädchen sterben in Mabukas Höhle immer. Toll, danke. Danke für den Tipp. So, das hier sieht aus wie ein Herz. Ist wahrscheinlich auch menschliche Schädel. Ja, ja, ja. Hallo Ziege, du siehst ein bisschen aus wie Remor. Bist du vielleicht ein Cousin von Remor? Du bist allerdings viel hübscher. Ach, hallo kleiner Keiler. Hast du eine schöne Zeit? Bist du ein Freund von Mabuka? Okay. Ist das Mabuka? Wer redet da? Ach, der Baum. Kreatur von oben. Verschwinde aus Mabukas Höhle. Du bist nicht willkommen. Entschuldigung, aber ich suche meinen Kater und ich muss Mabuka aufwecken. Einfach nur Mabuka? Das heißt Mutter Mabuka, du arrogantes Kleinkind. Und wie willst du sie aufwecken? Hä? Mit den verrückten Ideen von Cogwind? Cogwind ist ein netter Uhrmacher. Er ist nicht verrückt.
Ah, du kennst ihn also. Dann vermute ich mal, dass du ihn als Erster warst. Ein grauenvoller Ort, viel zu grell. Genau da will ich auch hin, sobald ich mein Katerchen gefunden habe. Schön für dich. Dein fragiler kleiner Verstand wird dort sicher sein, bei all den langweiligen Kreaturen. Ich gehe jetzt, du böser Baum. Mein Katerchen wartet auf mich. Okay, was zum Henker soll ich hier tun? Der Boden schlägt wie ein Herz. Ist das mal Bukas Herz? Fühlt sich gleichzeitig zerbrechlich und stark an. Das geht nicht. Wow, was für ein großes, wunderschönes Gesicht. Bist du Mabuka? Falls ja, muss ich dich aufwecken. Cogwin hat sich eine Maschine erdacht, um dich zu wecken, also mach dich auf was gefasst. Was fehlt uns denn noch? Klaviertasten. Wo habe ich denn hier ein Klavier gesehen? Ich dachte, da wären Klaviertasten drin. Wohl nicht. Mabukas Herz. Kann ich den Baum absägen? Okay, geht nicht. Wir kommen jetzt aber einfach nur wieder raus, ne? Scheiße. Klaviertasten. Moment, haben wir irgendwo ein Klavier? War hier ein Klavier drin? Ich behalte dieses kleine Klavier. Das konnte man vorhin nur bewegen, übrigens. Das kleine Klavier. Ich habe das vor einer Weile selbst gemalt. Okay. Immerhin, wir haben es gefunden. Aber ich weiß nicht, was wir mit dem Telefon machen können. I don't know. Dann packen wir das Klavier auch da rein und... Wow. Du meine Güte, das ist fantastisch. Die Echo-Uhr ist fertig. Der Wecker, der bereit ist, dich aufzuwecken. Okay. Ja, dann gehen wir direkt mal hin, ne? Ich meine, viel mehr können wir nicht machen. Ich leg das Ding mal hier vorne hin. Hüte dich vor Mabuka. Die erwachte Dunkelheit steigt aus dem Unbekannten auf. Oh, tut mir leid, dich zu wecken, Mutter Mabuka, aber ich muss einen Gefallen erbitten. Kann mir jemand sagen, wer diese Kreatur ist? Ziemlich unverschämt für so einen winzigen Körper. Entschuldige, aber das kann ich selbst beantworten. Ich bin Fran Bo, Mädchen, Mensch, 11 Jahre alt und sehr tapfer, damit du Bescheid weißt. Ein Mensch in Mabukas Höhle? Wie amüsant. Wer hat dich hergebracht? Das war dann wohl Remor. Er ist dein Sohn, nicht wahr? Ist es mein Sohn bereits gelungen, in deinen Kopf einzudringen? Du meinst, meinen Kopf aufzuschneiden? Ich glaube nicht. Hast du irgendeinen roten Trank oder Bohnen getrunken oder gegessen? Bohnen? Meine Tabletten haben wie rote Bohnen ausgesehen. Also ja, ich habe eine ganze Flasche genommen. Dann kann ich keine Gewalt gegen dich einsetzen. Die Macht wurde entfesselt. Ich hoffe, du findest die Wahrheit, die du suchst, unter dem Boden. Danke, aber welche Macht wurde entfesselt? Kannst du mir das sagen? Die Macht in dir selbst. Ist dir das nicht klar? Du wurdest von den 5 Reichen der Essentiellen als Hüterin des Schlüssels auserwählt. Die 5 Reiche der Essentiellen wurden parallel zur Zeit erschaffen. Was? Wovon sprichst du da? Die Hüterin des Schlüssels? Wer hat dir das erzählt? Der große Valokas von Primeve hat uns alles vor langer Zeit erklärt. Die Hüterin wird vom Sohn der Dunkelheit gejagt werden, nachdem sie vom roten Samen gekostet hat. Aber du bist viel zu jung, muss ich sagen. Zu jung, um die Hüterin des Schlüssels zu sein.
Aber irgendwas hast du an dir. Ist dir etwas Obskures widerfahren? Ich glaube, Remo hat meine Eltern ermordet, Mutter Mabuka. Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt? Ich bin all diese Gefühle, Rambo. Ich bin alles Böse, all die Dunkelheit, die du dir vorstellen kannst. Sie ist der Teufel. Ich nähre mich von Tränen und Leid, von Verzweiflung und Furcht. Dann ist es dir gleich, ob Remo meine Eltern umgebracht hat. Ich dachte, du wärst nett. Ich würde gerne den Grund wissen, falls es dir damit besser geht. Jetzt verstehe ich es. Es ist der Grund selbst, die Wahrheit, die du suchst. Gehe hin, Hüterin des Schicksals, sei jetzt tapfer. Ich öffne mein Herz für dich. Und wir stehen direkt rüber. Oh, Glück gehabt. Ich dachte, da ist ein Loch. Also, da ist ein Loch, aber halt so ein großes. Dann nehmen wir mal die Leiter. Wir sind wieder in unserem... Was ist das denn? Das ist die Klinik, oder nicht? Also, es erinnert mich daran. Sie hören, sie sehen und sie berühren. Irgendwie fühlt es sich so an, als wäre ich wieder im Oswald Asylum. Aber das ist unmöglich, oder? Sie hören? Ja, ja. Was ist das? Ich ziehe eine Nummer, hoffentlich eine gute. Die Nummer 7. Grrr, ich frage mich, wie lange ich mit diesem Ticket wohl warten muss. Kann ich noch eins ziehen? Ich habe schon eine Nummer gezogen. Okay. Was ist... Oh, der Körper dieser Kreatur besteht aus Gesichtern von Babys. Der Bartjunge hat etwas darüber gesagt. Ich glaube, das ist der Entführer. Kenne ich dich von irgendwoher? Du hast mir etwas weggenommen, nicht wahr, du kleine Diebin? Wo ist meine Stricknadel, hm? Hast du deine kleinen Freunde damit erstochen? Was? Eine Stricknadel? Bist du die tote Krankenschwester aus dem Oswald Asylum? Sehe ich tot für dich aus, hm? Du kleines Biest. Zieh eine Nummer, klar? Und dann warte im Wartezimmer, bis du dran bist. Aber, Miss Krankenschwester, ich brauche keine medizinische Hilfe. Ich suche nur mein Katerchen. Zieh eine Nummer und warte. Ich sag das nicht nochmal. Ich hab doch schon eine. Hier. Kann ich nicht einfach durch? Abgeschlossen. Aber es gibt gar kein Schlüsselloch. Wartezimmer ist hier? Links? Offensichtlich. Ah, ich frage mich, wie lange ich jetzt warten muss. Stunden? Vielleicht sogar Tage. Ich warte jetzt schon seit einer Woche. Wie lange wartet ihr denn? Ich warte wohl schon einen Monat. Aber ich habe die Nummer 2, also muss ich ja bald dran sein. Ich warte schon seit 3,5 Wochen. Es ist hoffnungslos. Entschuldigt, aber gibt es eine Möglichkeit, die Sache zu beschleunigen? Ja, werd doch selbst Arzt, das geht schneller. Und dann kannst du uns allen auch gleich helfen. Aber warum wirst du dann nicht selbst Arzt? Das geht nicht, ich fühle mich sehr krank. Das geht nicht, mein R-Auge ist blind. Mein rechtes Auge? Na gut, er hat 3 Augen. Ich habe dieses kaputte Horn, siehst du? Ich kann kein Arzt sein, ich muss Patient sein. Ich auch nicht. Ich kann mich nicht selbst vor dem Spiegel erschrecken. Ich kann mich nicht mehr selbst vor dem Spiegel erschrecken. Na, ich bin doch aber gar nicht krank. Bitte lass mich vor, ja? Ich kann nicht. Ich weiß nicht mal, welche Krankheit ich habe. Deshalb bin ich hier. Hast du denn Schmerzen? Wieso weißt du das nicht? Das ist eine schwere Frage. Mach sie weicher. Wie kann ich denn eine Frage weicher machen? Das ist ja seltsam. Hey, hast du mal versucht, deine Augen abzuziehen? Manchmal hilft das. Ah, Schluss mit euch. Kann man wirklich nicht sinnvoll reden. Natürlich ist das für dich nicht sinnvoll. Du bist nicht derjenige, der alles sieht. Du kennst uns seit ein paar Minuten. Das ist nur wenig Zeit, um alles zu verstehen. Das stimmt, aber es wäre doch schön, etwas Vernunft walten zu lassen. Warum? Was kann die Vernunft, was die Unvernunft nicht kann? Naja, es hilft, um einander besser zu verstehen. Wir verstehen einander sehr gut und das mit unserer Unvernunft. Genau, tun wir. Wir respektieren die Unterschiede. Und... Aber wer ist derjenige, der alles sieht? Meinst du Mabuka? Nein, Mabuka weiß alles. Das ist nicht dasselbe wie alles sehen.
Und jetzt will ich warten. Denn durch Reden geht das Warten nicht schneller. Na gut, danke auch für nichts. Alles sehen ist hier, das große Auge. Das muss die Nummernanzeige sein. Ich habe Nummer 7, das dauert ja ewig, bis ich dran bin. Ich brauche eine bessere Nummer, zum Beispiel die 2, die er hat. Mein R-Auge ist kaputt, das große Auge hat es mir verraten, denn sie sieht alles. Siehst du den Bildschirm? Ich habe Nummer 2, ich bin gleich dran. Toll. Ich glaube, mein Horn wächst nicht mehr nach. Ich werde schon bald sehr wütend deswegen sein. Anfangs hat das Warten ja noch Spaß gemacht, aber jetzt nur noch langweilig. Warte. Ich gehe davon aus, vielleicht kann ich das tauschen einfach. Siehst du den Bildschirm? Ich habe Nummer 2, ich bin gleich dran. Wäre es möglich, dass wir unsere Nummern tauschen? Ich habe die 7. Nein, ich muss wissen, ob ich Schmerzen habe. Ich muss wissen, welche Krankheiten ich habe. Was wäre, wenn ich herausfinde, welche Krankheit du hast? Gibst du mir dann deine Nummer? Klar doch, falls ich immer noch hier bin, wenn du zurückkommst. Wir fragen das große Auge. Das große Auge weiß es. Wir kommen doch wieder dahin, oder? Ja. Dich nicht. Ja. Entschuldige bitte, ich brauche deine Hilfe. Natürlich brauchst du die. Was kann ich für dich tun? Ja, ich habe da so ein Problem. Kannst du mir sagen, welche Krankheit die Kreatur mit der Nummer 2 leidet? Er sitzt im Wartezimmer und wartet. Lass mich mal sehen. Ich sehe ihn, aber wie ich das sehe, ist es keine echte Krankheit. Es sind nur Kopfschmerzen, verursacht durch ein niedriges Agonielevel. Wow, aber ich kann ihm irgendwie helfen. Ich brauche seine Nummer. Ja, du musst nur so viele Tränen weinen, bis diese Flasche gefüllt ist. Aber vergiss nicht, die Tränen müssen durch echten Kummer verursacht sein. Das ist kein Problem. Ich stecke gerade in einer sehr schwierigen Lebenssituation. Ich dachte, alles würde besser werden, wenn Katechen und ich nach Hause kommen. Aber jetzt ist alles so verwirrend. Tante Grace ist vollkommen verrückt. Mit ihr zu reden war grässlich. Ich hatte ihr wirklich vertraut. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Mabuka meinte, ich wäre für etwas auserwählt. Aber dann ist sie wieder eingeschlafen, beantwortet meine Fragen nicht mehr. Ich brauche mein Katerchen. Die Umarmung von Mr. Midnight sind mein größter Trost im Leben. Ich will ihn einfach finden, damit wir zurück nach Etherstha gehen und dort glücklich leben können. Wunderbare Schmerzen, so tief. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wo ich die herbekomme. Die Flasche ist jetzt gefüllt mit Tränen. Gib sie der Kreatur, die deine Nummer hat. Wow. Ja, okay. Geh nun, die Zeit wartet auf niemanden. Danke, ich gehe jetzt. Wiedersehen. Ich habe genug geweint. Eine Flasche, die mit Traurigkeit gefüllt ist. Unfassbar. Ich dachte irgendwie, ihn müssen wir zum Weinen bringen, weil eine Träne würde reichen. Wahrscheinlich. So, hier, pass mal auf. Oh, hier fliegt irgendwas rum. Hier, trink das, dann fühlst du dich viel besser. Oh, versuchst du mich zu vergiften? Haha, wie reizend. Mal sehen. Das schmeckt wie das tiefgründigste und dunkelste Elixier, was ich je getrunken habe. Gib mir mehr, gib mir mehr. Nein, lass mich in Ruhe. Du hast versprochen, mir die Nummer zu geben, wenn ich dir helfe. Na schön, hier hast du sie. Und danke, deine Tränen schmecken absolut köstlich. Woher wusste er, dass es meine Tränen sind? Oh, wir sind schon dran. Tschüss. Wir gehen durch, oder? Ich gebe ihr einfach die Nummer, ne? Hallo Patient Nummer 2. Wir werden tun, was wir können, um dich zu retten. Hast du einen Termin? Nein, nicht wirklich. Du hast ja gesagt, ich soll eine Nummer ziehen und warten. Tut mir leid, wir helfen keinen Kranken ohne Termin. Aber ich bin nicht krank. Ich habe mein Katerchen verloren und will ihn einfach nur wiederfinden. Eine verlorene Katze? Keine Sorge. Das ist eine natürliche Reaktion auf deine Krankheit.
Du hast aber Glück. Viele verlieren stattdessen ihren Verstand. Glück gehabt. Aber wie komme ich dann an einen Termin? Ach, ruf mich einfach an. Hier ist meine Karte mit der Telefonnummer. Aber warum muss ich dich anrufen? Warum kannst du nicht jetzt einen Termin machen? Oh, das wäre dumm. Denn jetzt warte ich darauf, dass du mich anrufst. Ah, na schön, dann rufe ich eben an. Das ist nicht dein Ernst. Was? Kann ich das einfach damit benutzen oder muss ich selber wählen? Okay. Oh, cool. Das ist nice. Oh, hallo. Ja, du hast gesagt, ich soll anrufen, um einen Termin zu machen. Hier spricht Friend Bo. Ja, ich habe jetzt Zeit. Nein, ja, ich habe ein Augenpaar. Wirklich? Okay. Dann in einer Minute. Sehr schön, danke. Tschüss, ja, wiederhören. Was? Warum? Hallo, Patient Nummer 2. Hast du einen Termin? Ja, ich heiße Fran Bo und habe jetzt einmal einen Termin. Lass mich mal im Archiv nachschauen. Ja, hier stehst du. Der Doktor kommt gleich. Geh einfach durch die Tür rechts von dir. In Ordnung, danke. Tut mir leid, habe ich dich erschreckt? Du wirkst ziemlich bleich. Puh, ja, was für ein Albtraum. Du siehst aus wie ein gesunder Mensch. Oh, danke, würde ich sagen, wenn es dir nichts ausmacht. Ich habe jetzt einen Termin. Es macht mir nichts aus, denn es geht mich nichts an. Junge. Ich dachte für einen kurzen Moment, das ist der Arzt. Zum Glück nicht. Oh. Du hast noch nicht beschlossen, deinem Leben ein Ende zu machen? Genügt der Schmerz nicht? Du bist Remor, nicht wahr? Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich richtig vorzustellen. Leider kann ich in der dritten Realität nicht lange gesehen werden. Ich bin Remor, die schreckliche Schwärze, der Prinz der Dunkelheit. Ich weiß, wer du bist. Tu nicht so, als wäre nichts passiert. Du hast meine Eltern ermordet. Wo ist mein Kater? Was hast du Dr. Dirn angetan? Ich genieße es, das Leid aus deinen Augen tropfen zu sehen. Ich ernähre mich davon. Du bist die Manifestation meiner Wünsche. Ich kann dich für das benutzen, was ich will. Du stehst unter meinem Einfluss. Das ist nicht wahr, nicht mehr. Ich lasse nicht mehr zu, dass du mich reinlegst. Sag mir, warum hast du meine Eltern ermordet? Warum? Du nimmst an, ich hätte etwas so Schreckliches getan? Ich habe dich in jener Nacht vor meinem Fenster gesehen. Du musst es getan haben. Du verlässt dich zu sehr auf deine Augen. Hast du noch nicht gelernt, dass die menschlichen Rezeptoren schwach sind? Dein Körper ist fragil, leicht zu korrumpieren. Nein, das kann nicht sein. Hör auf! Wow, was? Ich war es nicht, wirklich nicht, ich war es nicht. Hör auf, bitte. Alter. Wer war es, mein Liebling? Wer hat deine Eltern getötet? Das stumpfe kleine Viech muss leiden und sterben, bevor es zum Stern wird. Ich habe meine Eltern nicht getötet. Habe ich nicht. Dieses Monster will mich reinlegen, ich weiß es. Hier sind wirklich alle verrückt. Ich muss Katerchen finden und abhauen. Alter, was zum Henker?
Ein Tank voll mit Wasser. Gut. Falls ein Kamala vorbeikommt, weiß ich, was ich tun muss. Oder falls ich durstig werde. Warum hat das Gehirn zwei Seiten? Das Gehirn hat viele verschiedene Teile. Es ist wie eine empfindliche Maschine. Das Gehirn hat... Ja. Hi, ohne Haut würden wir wirklich merkwürdig aussehen. Das stimmt allerdings. Die Wirbelsäule. Sie haben alle Menschen gemeinsam. Ich kann jederzeit ein Gespräch so starten. Hallo, wir haben beide eine Wirbelsäule. Ist das nicht super? Komme ich wieder raus? Ah, schon wieder abgeschlossen. Ich schätze, es gibt keinen Weg zurück. Ich finde immer einen Weg. Nämlich diesen hier. Dr. Dern. Und unser Kater. Erstmal die Bilder. Da muss jemand wirklich auf Gehirn und Köpfe stehen. Offensichtlich. Röntgenaufnahmen. Das muss Dr. Derns Kopf sein. Du bist in Ordnung, dass der Dr. Dern. Kein Wahnsinn. Okay. Der alte Mann schon wieder. Dr. Oswald. Okay. Was können wir hier machen? Eine Spritze. Da ist eine rote Flüssigkeit drin. Was kann das sein? Der Inhalt hat die gleiche Farbe wie meine Tabletten. Kann das sein? Okay, ich kann es nicht auf mich selber. Es war nur ein Test. Das brauche ich nicht. Oh, Entschuldigung. Mr. Midnight. Katerchen, mein Lieber, ich bin für dich da. Geht's dir gut? Katerchen, antworte mir, was ist los mit dir? Miau, miau. Oh oh. Warum redest du nicht mit mir, Mr. Midnight? Bitte tu mir das nicht an. Schnurr. Sprich mit mir, Mr. Midnight, das ist nicht lustig. Das liegt an diesem Ort hier, oder? Du musst hier raus, damit du wieder mit mir reden kannst. Ich bring dich nach Etherstha, mein Lieber. Palantras kann uns helfen. Ich verspreche dir, nichts wird aus uns wieder trennen. Miau. Ich bin gleich wieder da. Ich muss Dr. Dern helfen, okay? Er scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Okay. Dr. Dern? Geht's dir gut? Sir? Sir, wach auf, bitte. Dr. Dern, wach auf. Lebst du noch? Sir? Ach, was kann ich nur machen, um ihn aufzuwecken? Irgendeinen Knopf drücken? Diese Knöpfe machen gar nichts. Diesen riesigen Hebel, oh mein Gott. Was macht dieser Hebel? Ein elektrischer... Ich glaube, das lasse ich hier. Okay, das soll ich nicht tun. Ist er jetzt wach? Geht's dir gut, Sir? Ich bin ganz sicher nicht wahnsinnig, nur verwirrt. Ich weiß nicht. Kann ich das machen? Vielleicht weckt ihn das auf. Aber ich weiß nicht. Oh, verdammt, was war das? Keine Sorge, Dr. Dern, ich bin's, Fran. Was? Ich sehe kaum etwas. Fran Bowser aus dem Oswald Asylum. Wir sind auf dem Friedhof, erinnerst du dich? Fran, was ist passiert? Warum bin ich an einen Stuhl gefesselt? Was hast du getan? Oh, ich versuche dir zu helfen, Sir. Das große Monster hat dich hergebracht. Wir müssen weg. Bitte, Fran, Monster? Ich habe keine Lust auf Spielchen. Na gut, dann war es kein Monster. Lass mich dir einfach helfen. Aber was macht sie hier? Ich dachte, sie hätten sie in Ketten gelegt. Ah, aber das habe ich doch getan. Ich habe ihnen doch gesagt, dass sie schwer zu bändigen ist. Wollen sie, dass ich sie loswerde? Mich loswerden? Tante Grace, warum redest du so? Wer ist dieser alte Mann? Wie reizend. Du klingst genau wie deine Mutter, als sie jung war. Meine Mutter? Kennst du sie? Wer bist du? Ich bin Dr. Oswald Harrison. Ich weiß alles über dich, Fran. Das ist der an der Wand hängt, Mann. Das wusste ich ja sogar. Oh, Oswald? Aus dem Oswald Asylum? Ja, Fran, genau der. Aber woher weißt du von meiner Mutter und meiner Tante? Nun, vor vielen Jahren habe ich die fantastische Komplexität von Zwillingen studiert. Lucia und Grace waren Teil meiner Studie. Beide halfen mir, den Schlüssel zum Erfolg zu finden. Der Schlüssel? Hast du gewusst, dass meine Mutter und mein Vater ermordet wurden? Ja, natürlich. Remo hat großartige Arbeit geleistet. Seine Manipulationskräfte sind außergewöhnlich. Ich verstehe nur nicht, wie du so ruhig deswegen sein kannst. Immerhin
warst du diejenige, die das Messer gehalten hat. Ich bin nicht ruhig, Sir. Ich wusste die ganze Zeit, dass es Remor ist. Aber warum jagt er mich? Remor ist die Manifestation deiner Schwäche. Eine blinde und mächtige Manifestation deiner Ängste. Aber warum sollte das Monster meine Eltern töten? Weil deine Eltern meiner Arbeit in die Quere gekommen sind. Aber ich habe dir in Wahrheit einen Gefallen getan. Du leidest. Und Schmerz ist verbunden mit Wachstum und Stärke, Fran. Oswald, bitte, tun wir einfach, was wir tun müssen. Tante Grace, bitte sei doch nicht böse auf mich. Wir sind eine Familie. Lass uns gehen. Mein Katerchen und ich finden einen anderen Ort, ohne dich zu behelligen. Bitte lass uns einfach gehen. Ja, du hast recht, Fran. Tut mir leid, dass ich so gemein zu dir bin. Na komm, wir gehen jetzt. Okay. Ich hoffe, sie meint es auch so. Ich glaub's nicht. Sir, wach auf, bitte. Dr. Dern, wach auf. Bis lebst du noch, Sir? Der ist wieder eingenickt, oder was? Geh mit deiner Tante, Fran. Ist es nicht das, was du willst? Du Wichser. Wir gehen mal mit dir mit. Ich bin verwirrt. Fran, meine Liebe, hör mir zu. Du musst wissen, dass Dr. Oswald nur das Beste für dich will. Als Lucia mit dir schwanger war, wusste er, dass du ein ganz besonderes Mädchen wirst. Er hat uns aufgetragen, uns gut um dich zu kümmern, aber deine Mutter hat uns verraten. Sie wollte dich vor uns verstecken. Sie dachte, wir wollten dich töten, aber das ist nicht wahr. Dr. Oswald will nur das Beste für dich. Aber dafür musst du ihm erlauben, ein kleines Experiment an dir auszuführen. Und dann ist alles wieder gut? Natürlich gibt es da noch eine Sache, um die wir uns kümmern müssen. Dieser kleine Verräter hier muss weg. Nein, Katerchen! Alter, die ist eiskalt. Komm schon, Fran, hör auf zu heulen, die Katze ist jetzt tot. Aber er war mein Freund. Du hast meinen besten Freund ermordet. Du hast auch dabei geholfen, meine Eltern zu ermorden, oder? Oder? Wie kannst du nur damit leben? Ich hasse dich. Ah, ich hasse dich. Oh. Oh. Auf, Fran. Hilfe, Hilfe. Bring sie um. Bitte hilf mir. Der kommt da ganz langsam. Oh. Wag es ja nicht, Grace, so nahe zu kommen, du kleines Monster. Oh. Du meine Güte, sie ist völlig wahnsinnig. Bring sie mir. Ich führe das Experiment durch, solange sie noch warm ist. Ich muss das Gehirn sofort entnehmen. Fran, geht's dir gut? Was haben sie ihr angetan? Sie hat versucht, mich umzubringen. Sie hatten recht, was Fran angeht, Dr. Dern. Sie war krank. Aber sie blutet. Lassen Sie mich sie behandeln. Auf keinen Fall. Sie gehört jetzt mir. Ich warte schon seit vielen Jahren auf diesen Augenblick. Auf der Suche nach dem richtigen Kind, dem richtigen Gehirn. Und jetzt, wo ich sie habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Oh, Fran, alles wird gut. Wer bist du? Ich bin Edward, der über den vielen Kindern reden. Über den viele Kinder reden. Aber du bist kein Mensch. Ecto bro, te palontras monacais. Goska, Edward, ich habe ihn gefunden. Du meine Güte, halt dich von dem Mädchen fern, lass sie in Ruhe. Oh, unser Katerchen. Die kleine Fran muss geheilt werden. Glaubst du, du kannst denselben Körper benutzen? Ja, sie ist noch nicht ganz fort, los geht's. Oh, Mutter Mabuka, du hast dem Kind die Unschuld genommen. Fran ist nun tot und lebendig. Erwache in der Dunkelheit, Fran, und du wirst auf das Licht zulaufen können.
Was jetzt? Was soll ich tun? Oh, was ist passiert? Edward, Balantras, mein Herz tut weh. Mr. Midnight, wie, mein Katerchen, du lebst. Ich hab dich ja so vermisst, bitte sag etwas. Fran, wir müssen jetzt gehen. Gehen? In Ordnung. Dr. Dern, sieh doch. Das sind Edward und Palantras. Ich habe dir von ihnen erzählt, weißt du noch? Ich habe dir gesagt, dass sie real sind. Siehst du? Glaubst du mir jetzt? Er kann dich nicht hören. Ich glaube, er steht unter Mabukas Macht. Wir haben ihm das Zeug gegeben. Er sieht es auch. Nur weil wir ihm dieses Zeug gegeben haben, glaube ich, ne? Wir müssen jetzt wirklich gehen. Aber kann er bitte mit uns kommen? Er war wirklich nett zu mir. Er wollte mich wirklich beschützen und mir helfen. Wir können ihn leider nicht mitnehmen, tut mir leid. Aber wir können ihn glauben lassen, dass alles ein Traum war. Er wird aufwachen und glauben, dass nichts hiervon wirklich passiert ist. Aber er wird sich nicht an dich erinnern, Fran. Ich verstehe. Ja, ich schätze, das ist okay, solange er sicher ist. Das ist sehr freundlich. Du siehst nun endlich über dein eigenes Verlangen hinaus. Du wirst eins mit allem. Deine Eltern wären sehr stolz auf dich. Meinst du wirklich? Ach, danke, Palantras. Schicken wir Dr. Dern jetzt nach Hause. Marcello Dernoanum Vecmasudensla Ecto. Und tschüss. Wiedersehen, Dr. Dern. Lass uns gehen, Fran. Es gibt so viel, was du sehen und lernen musst. Das klingt spaßig. Gehen wir, Katerchen. The End. Ich weiß noch immer viele Dinge nicht. Aber eins weiß ich. Dass ich zwischen Schuld und Furcht die Fröhlichkeit wähle. Oh Mann. Oh mein Gott. Tja. Das war's dann wohl. Ich guck mal, was danach kommt. Nichts. Absolut nichts kommt danach. Wow. Ja, Freunde, das war Fran Bo. Was für ein absolut krankes Spiel. Aber sehr viel Herz drin. Die arme kleine Fran. Es sind echt noch viele Fragen in meinem Kopf, muss ich sagen. Sehr viele Fragen. Und so wirklich aufgedeckt hat das ja jetzt nichts, oder? Was heißt das denn jetzt? War sie jetzt wirklich tot? Also laut diesem Zeitungsartikel war sie ja tot, aber... Ist das jetzt alles, was nach dem Tod passiert ist? War das in ihrem Kopf? Oder war sie noch am Leben tatsächlich, aber sie war halt absolut unzurechnungsfähig und sie war halt wirklich crazy im Kopf. Sie hat wirklich ihre Eltern umgebracht, das glaube ich sogar. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie glaube ich, dass sie es tatsächlich selber getan hat. Und dann hat sie ihre... Das hat sie ja selber gesagt. Schuld, Furcht... Gerade eben wählt sie die Fröhlichkeit, um aus dieser Schuld, dass sie ihre Eltern umgebracht hat, rauszukommen, hat sie sich so eine Parallelwelt oder mehrere Parallelwelten erdacht oder ausgedacht und hat sich darin versteckt und hat die Schuld nicht auf sich genommen,
hat sie weggeschoben sozusagen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr interessant. Sehr cooles Game. Nicht so lang. Ich wusste nicht, wie lange es geht, ehrlich gesagt, aber es muss ja auch nicht 150 Folgen lang immer sein, ne? Oder 300 Folgen. Auf jeden Fall eine sehr interessante, eine sehr süße, eine sehr traurige tatsächlich Geschichte. Und sehr lustig. Zwischendurch absolut abgedreht. Mir hat es wirklich sehr gefallen. Ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr eine eigene Interpretation über diese Story. Oder es gibt eine offizielle, ich weiß es nicht. Was denn da tatsächlich passiert ist oder was die Wahrheit ist. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem neuen Let's Play wieder. Wie immer, ich habe keine Ahnung, was da kommen wird. Wir finden bestimmt einen Titel. Nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Ein tolles Spiel. Vielleicht sollte man das nochmal spielen, um es nochmal ein bisschen genauer zu verstehen. So ein zweiter Durchlauf, vielleicht hat man dann so die ein oder andere Antwort. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das so ein Game, was man eben nochmal spielen muss, um es zu verstehen. Kann sein. Mir hat's gefallen, vielen Dank nochmal. Wir sehen uns in einem neuen Let's Play wieder. Bis dann. Adios amigos und ciao, ciao.